Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Episode Pacific Drive. Wir sind mitten in der mittleren Zone. Hier haben wir es letztes Mal, ja, ich sag mal, gerade so hergeschafft. Aber jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, denn wir sind in einem stabilen Knotenpunkt. In der mittleren Zone, hier haben wir jetzt eine, ja, ich sag mal, Aufgabe zu erfüllen. Und zwar 3 Punkte abhaken, wo uns Francis und Tobias hinschicken. Und eine Theorie mit uns testen wollen, so wie ich das verstehe. Und wir müssen diese Dinger hier scannen mit einem neuartigen Scanner, den wir haben. Bin mal gespannt, was passiert. Ich würde sagen, wir fahren direkt los. Auto ist wieder in einigermaßen gutem Zustand, repariert. Ich selber auch. Und von daher geht's direkt los. Gang rein, wir fahren los und wir können jetzt diese Zone hier wirklich voll ausnutzen, um voll Ressourcen zu sammeln, Ankerpunkt, Energie und, weil wir haben jetzt hier ewige Stabilität und diese Zonen muss man wirklich nutzen, gerade wenn die Story einen mal in so ein Gebiet bringt. Das kann wirklich helfen, um die Schränke zu füllen, Ressourcen zu finden und eben auch Energie. Von daher, das machen wir heute, wie immer. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Und ich sehe da unten schon mein erstes Ziel. Das ist eh unsere grobe Richtung, in die wir müssen, um den Auftrag zu erfüllen, wie es aussieht. Denn da unten ist eine Salamandergrotte. Und hier, oh nein, nicht du. Moment. Muss ich mal ganz kurz um den Kollegen kümmern hier. Hier, halte das. Okay. Dankeschön. Lass mich hier in Ruhe um die Sumpfeier kümmern. Da letztes Mal schon einige eingesammelt in der gestrigen Episode und ich glaube, wir können die wirklich... Ich wollte gerade sagen, lass mein Auto in Ruhe, ne? Ich habe dich ja schließlich mit Fackeln gefüttert. Das sollte reichen. Oh, da ist noch einer, verdammt. So, dann wollen wir hier das Plasma auch mitnehmen. Zack, 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 zack. Und ich glaube, dann gehen wir weiter. Den Turm muss ich jetzt nicht unbedingt erkunden, vor allem, weil da auch noch Strahlung drin ist. Plus ewig viel Platz habe ich auch nicht mehr für Ressourcen. Und wenn jetzt hier auch noch die Entführer rumfahren, weiß ich nicht, wie lange ich mich hier aufhalten will. Also, oh, Gang rein. Abhau, die schlagen sich jetzt um die Fackel da hinten. Finde ich ja gut. So, und ich bin auf Kurs zu dem... Upsala. Immer schön nach vorne gucken, wenn man fährt. Ich bin auf Kurs zu dem Storypunkt da rechts. Irgendwo muss das sein. Und dann sehen wir mal, was uns da erwartet. Oh, ich glaube, ich sehe es schon. Das sieht schon verdächtig nach irgendwas Storyartigem aus. Hoppala, dann parken wir doch mal hier. Oh, da ist ein klebriger Kumpel. Und ich fahre schön durchs Wasser. Oh, willst du mir helfen, hier rauszukommen? Das ist aber nett. Nee, du willst mich wieder reinziehen. Ah, natürlich. Ich setze mal die Parkbremse. Mach das Auto aus. Taschenlampe, Scheinwerfer aus. Kann man dich auch mit einer Fackel begeistern vielleicht? Ha? Willst du eine? Oh, finden sie auch gut. Finde ich schön. Dann holen wir uns erstmal unsere da unten... Die Ressource haben wir vor einiger Zeit auch schon kennengelernt. Das sind die schönen Sumpfkorallen. Die verstecken sich aber jetzt vor uns hier ein bisschen. Na? Kann man nicht zu nah ran, dann sind sie, gehen, verstecken sie sich nämlich. Aber dann... Die zwei schlagen sich wieder. Also so eine Fackel ist super zum Ablenken. Ey, Wahnsinn. Kommt, ihr lieben Sumpfkorallen. Oh, die wollen jetzt gar nicht hier. Okay, da haben wir jetzt ein paar gesammelt. Oh, das sind so Ressourcen, die zu sammeln sehr, sehr lästig sein können. So. Komm schon. Zieh. Ich brauche mal einen besseren Staubsauger, habe ich das Gefühl. Okay. Na gut, alle kriege ich hier anscheinend jetzt gerade nicht. Nicht schlimm.
Wir gucken uns das da oben an. Hopp. Drüber springen. Hopp. Okay. Hello, das ist die erste... Ja, weiß ich nicht. Halluzination? Wandgemälde, Bootsfriedhof. You know, if you catch the mural at the right angle, when the moon is right overhead, you can spot the helmsman's body in one of the boats. No chance. It's a paint splash. Oh, der hat mich erwischt. Alter. Aua. Believe me, it's true. I've seen it. Oh, er hat mich immer noch. Lasst mich los. Hey, 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 hey. Hilfe. Ich werde so von überall gezogen. Probably the instability messing with the paint over time. Oh mein Gott, ey. It's been decades after all. Something's definitely off. Hey, where's our old notes from when we took a field trip out that way? Driver, why don't you go ahead to the next one while we investigate this? Yes. Also, die sehen jetzt, dass sich da irgendwie was geändert hat an dem Bild, aber sind sich noch nicht so ganz sicher. Und nachdem jetzt hier schon wieder so viele Anomalien kommen, hau ich hier schnell ab. Oh, oder auch nicht. Ich kann was anhören in der Zeit. The helmsman never made it out of the zone. He died here. Not this again. I still don't know why you're so convinced he existed in the first place. Driver, back me up here. This is how the story goes. It was the winter of 72. A ship set sail down the Columbia River 100 miles east of here. The helmsman was overcome by bad weather, and while in a particularly foggy patch, the boat hit something, and the impact threw him from the deck. When he woke up, he was on a boat on this very lake, smack in the middle of the zone, with no idea how he got there. He had with him a ridiculous amount of cash and paid anyone and everyone to get him out of the zone. But no matter how he tried to leave, on foot, in a transport, he would always head into a fog and reemerge on another boat. At last count, the great pileup was 20 boats high and 30 boats wide. A limb duplication glitch, nothing more. And you, of all people, blaming limb tech instead of a good old-fashioned mystery? It doesn't add up. Otis's favorite pastime was carting people out of the zone. How could someone actually fail to escape? And a mysterious man with a backpack full of cash in the one place he can't spend it. Seems awfully fishy to me. Okay. Interessante Geschichte. Also wir kriegen jetzt hier einfach so ein bisschen Story oder Stories von Francis und Tobias und dadurch auch ein bisschen mehr Infos, was die Zone und auch die Anomalien, die hier auftreten können, betrifft und vor allem auch eben, was mit manchen Leuten passiert ist, die Relikte wie ich plötzlich hatten. Und das ist meistens nicht gut ausgegangen. Also toi, toi, toi. Da geht es uns besser. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen am Ressourcen- und Ankerjagen. Da hinten ist noch einer und ich glaube, es waren insgesamt sogar drei, die hier in diesem Gebiet irgendwie rumstehen. Ich glaube nochmal... Ah, da hinten ist der dritte. Das ist natürlich mega cool. Vor allem, das sind jetzt instabile Anker. Das ist genau die Art von Energie, die ich dringend für weitere Upgrades brauche. Wir destabilisieren jetzt natürlich super stark die Zone, wenn wir hier so viele Anker rausziehen, aber ich will die Zeit nutzen, die ich jetzt hier habe, weil wir haben wirklich jetzt mal eine stabile Zone und dadurch echt die Zeit, hier ordentlich diese neuen Ressourcen wie Sumpfeier und Sumpfkorallen zu sammeln und natürlich vor allem auch die Anker. Boah, es wird gleich finster hier, wenn ich hier die Anker rausziehe. Nicht die beste Idee. Na gut. So, dann planen wir mal die Route weiter. Wir sollten jetzt eigentlich schon genügend Energie haben, um hier wieder rauszukommen. Ja, haben wir. Okay, und dann heißt das, wir fahren da runter. Das heißt, ich will eigentlich zurück. Okay. Aus irgendeinem Grund geht manchmal mein Radio an. Also das könnte eine Anomalie sein, aber ich bin mir nicht sicher, was das jetzt gerade zum Beispiel getriggert hat. Muss man mal drauf achten. Weil oft geht das auch an, wenn man durch irgendwie eine Links-Rechts-Anomalie oder sonst irgendwas fährt. Das ist dann aber wieder was anderes.
So, ich versuche jetzt hier nicht wieder durchs Wasser zu müssen. Wir bleiben jetzt hier mal ein bisschen am Uferrand. Extrem viele Entführer in dieser Zone. Hier habe ich das Gefühl. Naja, da ist schon wieder einer und ich fahre ihm direkt in die Arme. Jagt er mich? Ich habe das Gefühl, ja. Ja. Ah, guck mal, aber mein Emitter kann das blocken. So, ich habe nämlich Verteidigungstechniken drauf gegen euch mittlerweile. So, Licht kann aus, meine Batterie nimmt schon ordentlich Schaden und wir sind auf dem Kurs zum nächsten Bild. Wandgemälde. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das auch eine Dame, die ein Relikt benutzt hat in Form eines Farbeimers. Also die hatte nicht das Glück wie ich, dass ihr Relikt ein cooles Auto war, sondern ein Farbeimer und hat damit gemalt. So, hier sind nochmal neue Ressourcen. Zack. Kommt das näher? Ne, ich glaube nicht. Dann gucken wir noch ganz kurz nach dem Plasma da um die Ecke. Sehr schön. Das hier mit. Bam, bam, bam. Da gehen wir natürlich auch noch kurz rein, denn wie wir wissen, hier ist ein Gefahrengutschrank drin. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Zack. Mitnehmen, mitnehmen. Chemikalien. So, da geht meine Taschenlampe. War da ein Schrank? Nee. Ist hier nochmal so ein Ding? Hier vielleicht. Ressourcen. Und hier ist noch mal einer. Mitnehmen. Mitnehmen. Okay, das reicht. Wir gehen raus. Keine Lampe. Und ich weiß nicht, ob sich hier nicht die Strahlung gleich nähert, aber scheint erstmal gut zu sein. So, Sumpfeier. Ordentlich mitgenommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Zu... Ich merke gerade, ich habe die Taschenlampe ja doch schon dabei. Die geht auf die 2 wieder. Und jetzt haben wir die richtige Taschenlampe ausgerüstet. So dass wir jetzt auch nachts ordentlich gut mit dem Ding sehen können. Und wir müssen da weiter. Da müssen wir aber nochmal durch einen See durch. Ich glaube, diese Pipelines da oben führen einen auch tatsächlich zu den Anomalien. Sumpfkoralle. Ich pack nicht im Wasser vielleicht, weil ich glaube, das Wasser, wenn auch wenig... Ich pack auf der anderen Seite. Macht mir, glaube ich, Schaden. Aber diese Strahlung natürlich auch. So. Ja, da hinten ist auch das nächste Gemälde. Also mein Staubsauger ist gerade Gold wert hier, um diese Ressourcen zu sammeln. Aber die verstecken sich. Verstecken sich gut hier. Vielleicht geht das besser mit dem stärkeren Staubsauger, den man irgendwie... wo kam denn das jetzt gerade bitte her? Wo kamst du denn jetzt hergeflogen? Ey, manchmal ist das so abgefahren. Da passieren Sachen. Ich habe nicht gesehen, wo das jetzt herkam. Kam das aus so einem Felsen raus? Habe ich den Felsen weggezogen? So, also Sumpfkorallen. Nervig zum Ernten. Das Gefühl, ich brauche da eine größere Range mit meinem Staubsauger, weil die verschwinden immer, sobald ich irgendwie ansatzweise in der Nähe bin. Oder ich muss wirklich laufend den Staubsauger betätigen hier. Okay. So, und jetzt ist er hier. Habe ich noch einen? Ich glaube, ich hatte einen Ersatz, oder? Oder war das schon der Ersatz? Oh, ich glaube, das war schon der Ersatz. Und ich kann hier keinen bauen, nehme ich an. Ne, seht ihr mal, das ist Typ 2. Selbst wenn ich die Teile hätte, könnte ich jetzt keinen Staubsauger bauen, weil ich dafür eine abgegradete Werkbank bräuchte hier drin. Die habe ich leider noch nicht. Von daher ist das offiziell das Ende dieser Sammlerei. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch ordentlich was gefunden. Wir konzentrieren uns jetzt eher auf die Energien und Storypunkte hier.
So, irgendwo hier müsste das Bild sein. Ja, hier ist das Bild. Scannen. Ah, the Bigfoot mural. My personal favorite. Ja. Erzählt ihr noch was dazu oder kann ich weiter? Ah. Look. Da passiert was. Look here. It's different from our sketch when we visited in 82. It's all scrambled, but the shape seems familiar. If you tilt your head, doesn't that kind of look like Mount Olympus? Oh, Francis, you flippin' genius! It absolutely is! Wait, let's look back at the first one. What's different there? That shape right there, is that Hook Valley? Holy smokes! Oh, wait, pull up all the topographical maps of the peninsula. If we look around the areas where you'd get that view of Mount Olympus... See, Francis? I told you basalizer would work! I don't think this is the basalizer's doing. Driver, we're on to something. Get to that third vision. Okay. Also ich habe immer das Gefühl, Francis hat so ein bisschen Problem, dass seine Maschine jetzt da wieder entstaubt wurde und wieder genutzt wird. Irgendwas hat er da zu verheimlichen. Aber es tauchen Sachen auf, neue Erkenntnisse. Oh, just thinking about it makes me want to puke all over again. You've probably passed the biogenerators by now. They're our source of power in the mid-zone, and one of the best demonstrations of renewable limb tech. Yes, these battery farms keep our lights on, but more importantly, they're also the only place in the entire zone where anomalized mushrooms grow. And guess who turned out to be the world's biggest fan of those mushrooms? Bigfoot itself! And the vision foretold its arrival in the zone. It started when those pods hanging from the battery farms were found chewed up. At first, they blamed it on the local wildlife. This was back when we used to have some. Then, the sightings of 10-foot-tall creatures started that didn't attract much attention on their own. Not until the first footprints were found. The Olympic Peninsula has always had a collection of... Weg von meinem Auto, Jungs. Oh, okay, auch nicht an mich, bitte. Hilfe! Ich komm hier nicht weg. Got them, no question. Come on, all 8 at once? How is that possible? Never get in the way of a hungry Sasquatch. Okay, also die haben offensichtlich... Oh mein Gott, was war das? Weg hier, weg hier, weg hier. Oh Gott. Ey, es passiert gerade so viel auf einmal. Ich werde hier ständig bombardiert mit Anomalien. Dann erzählen die mir was von Pilzen, die irgendwelche Sasquatches angelockt haben. Hilfe. Okay, wir haben den Anker gesichert in irgendeiner Form. Aber ich hatte jetzt gerade keinen Nerv für die nächste Nachricht da gerade, weil ich... Oh mein Gott, ey. Ich versuche ja nur irgendwie am Leben zu bleiben und diese Energien einzusammeln und immer diese klebrigen Kumpels und... Entführer überall. Das ist echt eine fiese Zone hier. Meine Batterie ist bald leer. Vorne ist noch einer, aber das ist auch ein Ankerpunkt. Und dann sind wir am letzten Gemälde. Oh mein Gott, ey. Das ist echt brutal hier. Da ist der Ankerpunkt. Ich habe soweit genügend Ressourcen, glaube ich. Also ich will jetzt hier wirklich nur noch den Ankerpunkt. Meine Energien. Und die Gemälde checken. Und dann einfach nur noch weg hier, ey. Es dreht jetzt hier doch langsam ganz schön durch, weil ich so viele Ankerpunkte entfernt habe, nehme ich an. So, wir gucken auf die Karte. Da unten ist der letzte Punkt. So, und das heißt, ich muss eigentlich nur noch geradeaus einmal den Fluss durchqueren hier.
Kein Problem. Und dann sind wir hoffentlich bald fertig in diesem Gebiet hier. Der Sumpf macht mich fertig. Weil die letzten zwei Episoden hier in den Sümpfen, da bin ich echt ganz schön in die Bredouille geraten. Ich meine, mein Auto, toi toi toi, steht echt noch fit da, muss man ja wirklich sagen. Von daher, das ist wenigstens ein Trosttropfen und zeigt, dass wir ihn gut ausgestattet haben. Er ist fit, der gute Wagen. Und jetzt können wir das hier auch noch scannen. Gucken, ob da was passiert. The inverting doorway. No. I don't like this one. Okay. Ja, dann nicht. Bingo! Ah ja, da passiert's. See that pattern in the last mural? That flower only grows above a certain elevation. Put the three locations together and you've got a square mile in the northeast corner of the deep zone. Huh. The visions were pointing towards something the entire time. Hey, Oppy. You can stop pretending to ignore us now. Oh, da hinten sind. Take a look at this fine work. Ah, ich habe ja keine Staubsauger mehr. Of the mass hallucination. That's where the driver needs to go. Well, what do you know? Well, I knew the basilizer worked. What did I tell you, huh? He still doesn't know, Francis. Oh, no, jetzt kommt's raus. Oppy? Not my story to share. Jetzt kommt's raus. Okay, da ist ein Portal. Da ist auch nochmal ein Ankerpunkt. Also nehme ich mir vielleicht das Portal, ja? Ich fahr mal hier hin. Illegitimate. Wait, what are you saying? I built that device to prove my imprint theory, and it was on the verge of getting the results I needed. But my research funding was running out. So I forged the data. Not much, just enough to justify more time. I was so close. I knew the breakthrough was right around the corner. But Ara found out. That's why I was reassigned and my clearance revoked. Wait. You told me you changed labs voluntarily. 8 years of research with nothing to show for it. And then for that to happen, I couldn't face you. That doesn't mean your theory is wrong. I still think there's something to it. There's a common thread with some of the remnant stories, like the telephone switchboard, the ones that seem to recall the past somehow. Maybe the remnants access those imprints, read them like a needle in the groove of a record. Don't. You don't have to do that. It's in the past. I don't care about it anymore. Okay, also Francis hat ein bisschen gecheatet, listen, mit dem Gerät, deswegen. If we can just get the car to the mass hallucination source, what we find they can prove your theory. It's worth a try, isn't it? I'm tired of trying, Tobias. I've tried all my life, and it didn't go so well. Look, I don't have one of those fancy degrees that you and Oppie have. The closest I ever got to science was wiping down your lab benches. But I saw the incredible things that you did with your research. Yeah, well, Arda didn't think they were incredible. I don't care about Arda. I believe in you. Always have. I'm sorry. I can't. I can't do this with her. Oppie led the disciplinary committee that stripped my clearance and demoted me to a glorified intern. Ah, deswegen hat er was gegen sie. And decided how best to humiliate me. I never asked for anything. This one time I do, so I would never have to talk to Oppie again. You didn't listen. Your remnant was more important than what I wanted. Francis, I didn't mean... I've had enough. Oh je, die zwei haben ihren ersten Streiter. He'll come around. Sorry, driver, we'll see you back at the auto shop. Okay, jetzt lassen sie mich hier alleine, mehr oder weniger. Na gut, aber wir haben wirklich was Großes rausgefunden. Wir haben jetzt aber natürlich auch rausgefunden, Francis hat bei seinen Forschungen ein bisschen gecheatet. Die Firma, beziehungsweise auch Oppie, die hatte das damals dann mitbekommen. Auch wenn er wahrscheinlich recht hat mit seiner Theorie, er hat es nie geschafft, sie ganz zu beweisen. Und jetzt sind wir vielleicht zum ersten Mal, sag ich mal,
auf dem Weg dahin, dass wir das beweisen können, was er da geforscht hat. Oppi ist begeistert. Die hat die ganze Zeit heimlich zugehört. Anscheinend. Und wir können jetzt mit diesen neuen Informationen vielleicht pinpointen, wo wir tatsächlich hin müssen. Jetzt seht ihr mal, wie es hier nervig sein kann, diese Eier zu sammeln, wenn man keinen Staubsauger hat. Aber ich habe jetzt gedacht, ich nutze jetzt die Zeit, während die Jungs labern und ihren ersten großen Streit haben, um hier nochmal ein bisschen Ressourcen zu sammeln. Außerdem hatte ich mich gerade bereit gemacht, um das Portal schon zu öffnen. Dann haben die aber so viel gelabert, dass ich gedacht habe, ich mache mich jetzt noch ganz kurz auf den Weg und hole mir tatsächlich noch die letzte Energie, die da hinten ist. Den letzten Ankerpunkt, fahrt dann wieder irgendwie smart raus außerhalb des Bereiches des Portals, sodass wir es dann im besten Fall gut erreichen. Weil man muss hier echt gucken, dass man nicht durch zu viele Seen fahren muss. Weil das seht, wenn ihr jetzt hier durchfahrt, das geht zwar fürs Auto einigermaßen, aber es macht natürlich extrem langsam. Das heißt, es ist schwierig, dann später unter Zeitdruck da gut hinzukommen. Ich werde jetzt hier nicht nochmal komplett diese ganzen Eierchen einsammeln, aber ich will auf jeden Fall den Anker. Oh je, 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 je. So, Auto ist noch, mal abgesehen von den Scheinwerfern, im ganz guten Zustand. Wir sind bald hier. Bumm. Weil dann haben wir echt extrem viel Energie, um noch ein paar Updates zu ziehen. So. Und hoppala. Jetzt kommst du. Moment, da habe ich was. Da ist das Portal. Das heißt, wenn ich hier irgendwo hinfahre... Nee, das reicht nicht. Dann nehme ich das Portal und fahre von hier. Boah, ich muss mich hier mal eher um diese Kleberdinger kümmern. Ich werde so heftig angegriffen hier und sowohl mein Tank als auch meine Batterie sind jetzt echt an ihre Grenzen geraten. Das war jetzt mit der letzten Episode die längste Tour, die ich bis jetzt gemacht habe. Mein Tank ist leer, meine Batterie ist leer. Es wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Deswegen, ich gehe jetzt da vorne auf die Straße und das sollte uns erlauben, quasi über die fixe Straße bis zum Portal zu kommen. Man muss hier echt sein Exit immer ein bisschen planen, damit das einigermaßen gut läuft. Deswegen jetzt gucken, dass wir nah genug ran sind. Ja, wir können sogar noch ein bisschen näher ran. Das ist sehr gut. Und dann fahren wir einfach geradeaus über die Straße, um rauszukommen. Gerade brauche ich den Scheinwerfer nicht. 17 Batterie und ja, ein Streifen Tank haben wir noch. Das sollte aber reichen. Ich habe im Notfall auch hinten im Kofferraum noch Tank, aber wir aktivieren jetzt das Ding. Wir haben 9,6 Kalim dabei und müssen jetzt nur geradeaus ins Portal. Come on, ab raus aus diesem Sumpf, ey. Ich habe echt genug. Ich habe echt genug, auch wenn es hier auf groteske Art und Weise schön ist. Also das Level-Design... Mir gefällt das gut. Und gerade wenn da diese Stürme aufziehen. Wow. Und was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist in dieser Episode, dass die Stimmen und das Voice-Acting von den Jungs und auch Oppi, die drei Charaktere, die wir hier haben, ist wirklich verdammt gut. Das gefällt mir gut. Guck mal, wie entspannt wir jetzt hier rausgekommen sind. Easy. Ah. Bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Meine Herren, ey. Was ein Trip. Ey, ist jetzt echt lang gewesen. Stunde und 8600 Meilen. 5 Knotenpunkte. I ran every coordinate in that area through the Otta database, and what turns up? But access logs with entry records for Dr. K up through March 1963. What? No, the doctor died in 1961, in the lab accident. So we were told. Then, I found access logs for both that Deep Zone site and Red Meadow. Years and years worth of activity. The Red Meadow research facility? But it was demolished the same year, after the structural damage caused by the... lied about that too, didn't they?
It appears so. The driver should give the Red Meadow ruins a visit. If Dr. K didn't die that day, I'd like to know what was keeping him so busy. So would I, but do we have time for this? We don't know how long the driver's got with that remnant. And that's why we need this information. Whatever Dr. K was doing relates to all of this. It may be the key to what lies at the end of the road for the driver. I agree with you. God, I hate saying that. Driver, I've marked the Red Meadow facility on your route planner. Head there whenever you're ready. Red Meadow. Okay, das ist unser neues Ziel. Alles klar. Vorher müssen wir natürlich uns um unser Auto kümmern. Batterie ist schon mal vollgeladen. Aber ich will jetzt vor allem, nachdem ich das Piepsen hier ausgestellt habe, hier haben wir jetzt unsere ganzen neuen Laborberichte und so weiter. Kriegen wir wieder irgendeine Nachricht aus der Zone. Case Labor in Red Meadow ist das nächste. Aber wir haben jetzt nicht so viele Stabilenergie, aber sehr viel unstabile Energie gefunden. Und ich hoffe, dass wir das nutzen können, um mal ein paar sinnvolle Sachen, wie zum Beispiel, sehe ich hier direkt, einen Autoteileschrank zu bauen. So, der kommt mal hier hin. Oder? Ja. Zack. Nice. Jo, das sieht gut aus. Und jetzt können wir nämlich, ich glaube, ich habe hier noch, war das nicht so? Oh, habe ich die verloren, weil die da drin gelassen worden sind? Jetzt habe ich nur noch die Stahlplatte. Ich habe nämlich da noch zwei Stahlplatten drin gelassen, glaube ich. Die jetzt weg sind. Ist nicht so tragisch. Stahlplatten sind wirklich jetzt nicht so tragisch. Aber hier können wir jetzt Autoparts drin aufbewahren. Was ich ziemlich cool finde. Weil dann liegen die nicht mehr so in der Garage rum. und tja, anscheinend sind die tatsächlich weg. Na gut, mal gucken. Hier habe ich ja auch noch ein paar drin, die geheilt sind. Also alles gut. Ich muss das Auto noch reparieren. Aber vorher wollen wir gucken, was wir noch upgraden können. An schönen Sachen. Diese Sachen finde ich irgendwie ziemlich uninteressant hier. Automatisches Parksystem. Klar muss man nicht mehr die Parkbremse drücken, aber dann ist sie wahrscheinlich auch gelöst, sobald ich das Auto betrete. Und diesen Sprungstampler, weiß ich auch nicht. Was haben wir denn hier? Da brauchen wir eine fortgeschrittene Werkbank. Oh, fortgeschrittene Werkbank wäre gut. Mal als allererstes. Ja, tata. 3 Kalim braucht das. Das ist gut, dass ich das jetzt am Anfang mache. Wo kriege ich das drauf? Hier. So, jetzt kann ich nämlich fortgeschrittene Sachen auch bauen. Hoffe ich, sobald ich sie erforscht habe. Und das ist die Voraussetzung für einige weitere Forschungsschritte. Also das ist schon mal richtig gut, dass wir das haben. Materieregenerator in groß. Auch sehr, sehr gut. Dann haben wir da drin mehr Platz. Oh, die Energie auf dem Trip, das hat sich jetzt richtig gelohnt. Jetzt kriegen wir hier die wichtigen Upgrades. Jetzt kriegen wir hier die richtig wichtigen Upgrades. Das Ding habe ich jetzt bis jetzt wenig genutzt, weil ich eigentlich immer ganz gut unbeschadet kam. Aber guck mal, jetzt können wir das hier wirklich vollladen mit Ersatzteilen. Und dann so ein bisschen durchrotieren, wenn es uns mal schlechter gehen sollte. Wisst ihr, jetzt zum Beispiel neue Scheinwerfer da rein, dann kann man die hier einfach, also ich baue jetzt 2 neue und die hier kommen da rein und so weiter und so fort. So würde ich das jetzt gestalten. Aber wir haben immer noch Energie. oh, da sind wir noch weit von entfernt, okay. Printomat, ja, da brauche ich Limchips, das kann man also auch noch nicht wirklich machen. Da braucht man andere Energie. Schnelleres Tanken. Ich glaube, schnelleres Tanken finde ich in dem Moment auch mal ganz gut. Zack. Kommst du hier hin? Denn tatsächlich müssen wir auftanken. Auto ist leer. Können wir gleich mal ausprobieren. Zapfpistole. Und zack. Ah ja. Guck mal, das geht viel, viel schneller. Und wenn wir den Tank aufgefüllt haben, dann oder größere Tanks gebaut haben später, dann ist das richtig, richtig lohnenswert. Wie werde ich das jetzt wieder los? Warum kann ich das dann nicht mehr hinhängen? Ah, jetzt. Okay. Zack. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Updates über Updates. So.
Da fehlen mir Kristalle und Plasma. Ja, Plasma ist tatsächlich echt auch Mangelware aktuell bei mir. Oh, aber vielleicht solche Sachen hier. Besserer Staubsauger. Oh, yes. Plasma-Verschrotter, definitiv. Jetzt sind wir in der richtigen Riege hier. Das wollen wir auf jeden Fall alles upgraden. Bessere Werkzeuge. Das mache ich als allererstes. Besserer Hammer vielleicht noch. Das geht noch nicht. Aber besserer Staubsauger. Und wir haben gesehen, wir brauchen ihn jetzt. Ohne Ende den Staubsauger. Ich habe gerade noch mal einen normalen gebaut. Jetzt haben wir noch einen thermalen Staubsauger. Und was haben wir noch? Schweißbrenner. Zack. Bauen wir auch direkt. Nice. Okay, jetzt geht's langsam zur Neige. Unsere Energie. Ich hatte so viel. Ich könnte noch einen besseren Befreier bauen. Vielleicht neue... Oh, guck mal. Der abgeschirmte Scheinwerfer. Ich habe doch gerade kaputte Scheinwerfer. Bauen wir auch noch abgeschirmte Scheinwerfer. Dann ist unser Auto bald komplett abgeschirmt. Sehr gut. Und vielleicht finden wir hier noch irgendwas Sinnvolles. Kofferraumkisten. XL Stauraum fürs Dach. Oh, das ist beides gut. Aber für Stauraum fürs Dach brauche ich auch nochmal einen Dachträger. Dafür habe ich nicht genug, also machen wir eine größere Kofferraumkiste. Boom. Jetzt habe ich meine Energie komplett aufgebraucht. Und wir haben mehr Stauraum. Sehr, sehr gut. Weil jetzt können wir auch direkt den hier bauen. Direkt den hier bauen. Dann haben wir zwei noch bessere Geräte als Ersatzgeräte dabei. Für die nächste Tour. Bessere Taschenlampe habe ich schon. Jetzt fehlt nur noch der bessere Hammer. Dafür brauche ich aber nochmal, glaube ich, andere Ressourcen. Und jetzt können wir so Sachen wie zum Beispiel die Scheinwerfer hier reinschmeißen. Passt das so? Was habe ich denn hier noch? Guck mal, primitiver Scheinwerfer. Das benutze ich alles nicht mehr. Das ist definitiv Schrott. Das benutze ich definitiv nicht mehr. Ich habe jetzt schon so viel bessere Sachen erforscht, dass ich definitiv weiß, das werde ich nicht mehr brauchen. Deswegen machen wir das jetzt so. Dich auch noch. Meine Ressourcenschränke sind jetzt wenigstens wieder ein bisschen leerer, nachdem ich jetzt hier ein bisschen ausgegeben habe. So, und der Scheinwerfer ist nämlich auch ziemlich Schrott. Und jetzt nutzen wir das mal wirklich. Heilen die gepanzerte Platten. Drei gepanzerte Platten und eine Stahltür. Okay. Jetzt kann ich nämlich die Scheinwerfer, habe ich ja jetzt erforscht, abgeschirmte. Oh, da kann ich nur einbauen. Ah, Plasma wieder. Ich brauche mehr Plasma, verdammt. Okay, dann komme ich doch nicht drum rum, den einen wieder zu reparieren. Welcher ist ganz, mehr ganz? Oder ich baue nochmal einen normalen, aber das ist auch Blödsinn. Nee, nee. Komm, ich mache es jetzt einmal so. Nicht schön, aber selten. So, und dann Teile, die komplett kaputt sind, habe ich nicht wirklich, ne? Eigentlich relativ gut. Von daher motze ich das jetzt einfach wieder auf. Und dann haben wir aber die nächsten Male hier wirklich Platz. Oder nehme ich mal wieder gepanzerte? Komm, ich mache das jetzt mal einfach. Ich mache das jetzt einfach mal. Und sparen wir uns ein bisschen, wie heißt das, bisschen Kit für diese Sachen, für die Reparaturen hier. Das müsste jetzt zum Beispiel hier genau reinpassen. Das ist eine gepanzerte Platte, die muss ich jetzt natürlich nochmal umlackieren. Aber wir können eh mal wieder eine neue Lackierung fürs Auto benutzen. Blau und Streifen sind langsam out. So, zack. Und dann kommt das hier wieder dran. So, also ich würde sagen, ich repariere jetzt das Auto. Lackier ist neu und dann machen wir uns im nächsten Part auf die nächste Tour. Es sieht schon wieder ganz gut aus, aber wir wollen es natürlich einheitlich haben. Aber wir haben ordentlich Ressourcen, wir haben die Story weitergetrieben und richtig, richtig gute neue Upgrades für unser Auto. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin und tschüss.